So, hier auf die Kiste. Und schon seid ihr oben. Lalalala. So, guck mal, da ist der Fahrstuhl. Aber ich will den Fahrstuhl nach oben haben und einspringen. Und jetzt will ich den unten haben, damit ich den wieder nach oben schicken kann. Damit die Kanone die Kiste bekommt. Und jetzt brauche. Das aktiviert den Schalter wieder. Versteck mich hinter die Kiste. Das sind die bekannten Kronk-Stahlkisten. Die halten sogar Kugeln ab. So, wir haben hier links eine Kiste. Und zwar brauchen wir die Kiste hier. Den Sinn werdet ihr nachher verstehen. Wir brauchen sie einfach erstmal. So, und zwar die andere Kiste brauchen wir für rechts. Da wird nämlich jetzt auch gleich eine Schusswaffe aktiviert. Genau diese. In der Kiste beugen wir halt einfach gegen vor. Das nehmen wir die erste Kiste. Ungefähr hier. Und holen uns jetzt die andere Kiste, die wir vorhin extra breitgelegt haben, dass die jetzt nach oben gedrückt wird. Genau. Oh, Schmetterling. Warum fliegt der Schmetterling nach oben? Egal. So. Jetzt ist es wieder ein Timing. Dieses Wort liebe. Und zwar. So, und schon haben wir das nächste Rätsel fertig. Jetzt kommt eins, wo ich sagen muss, okay, das hat mich auch gut beschäftigt. Und zwar ist es ganz einfach. Hier sind zwei Steine. Muss mal kurz demonstrieren. Beide sind stärker abhängig. Das heißt, ich muss hier hoch. Hier rechts rüber, theoretischerweise auf den rauf, was natürlich nicht geht, und durch. So viel zur Praxis. Und zwar ist das obere, der obere Bereich mit Magnet versehen. Das heißt, oh cool, auf Anhieb. Ihr müsst im richtigen Moment an- und ausschalten, dass der hier oben bleibt und der rechts unten. Die haben einen minimalen Höhenunterschied und den müsst ihr ausnutzen. Dann müsst ihr am besten während der Fahrt umschalten, ranspringen und freuen.
rechtzeitig loslassen, dass ihr nicht dagegen geschmissen werdet. Hier, Pfeil, den müsst ihr aktivieren. Also hier habt ihr einen Pfeil, da müsst ihr ranspringen, aktivieren. Hoch. Ja, ab hier wird's richtig zum Jump'n'Run. Yes! So, warten bis es aus ist. Aus, rum. Runter. Okay, ich bin ganz ruhig. Das wollte ich mal kurz demonstrieren, man kann nicht einfach vorbei hüpfen. So wie im Hintergrund jetzt zu hören war, so ist eine Art Metal entstanden. Manu. Also es war erst ein Händeklatschen. Ich habe niemandem einen geklatscht. Also, so. Aber es kommt ja noch schöner. Na, wir sind bald durch. Ich kann euch beruhigen. Und zwar haben wir hier... Bumm. Oh, Springschalter.